Die Verträge erhalten Gültigkeit unter folgenden Bedingungen. Die Geltendmachung des Vorverkaufsrechts wird dann in Kraft gesetzt. Wäre es nicht am besten, wenn wir uns tagsüber wie zwei normale Menschen treffen? Mit etwas Glück mögen wir uns nicht. Elsa. Einvernehmlich anerkannt werden und sich die Aktionäre mit der vorliegenden Urkunde begnügen. Der Veräußerer muss dementsprechend. Welcher Geistesgestörte hat dir meine Nummer gegeben? Ich habe sie aus Julians Blackberry geklaut. Das war blöd, ich weiß. Wir werden nie normal sein. Und ich will nicht, dass wir uns nicht mögen. Und noch weniger, dass wir uns mögen. Ich will, dass wir alles dem Zufall überlassen. Zufall ist, wenn Gott anonym bleiben will. Ich lösche deine Nummer. Wenn also sämtliche Aktionäre dem Vertrag entsprechen. Es geht nur nicht, denn sie ist in mein Gedächtnis eingebrannt. Gratuliere zu Ihrem neuen Buch. Was für eine überbordende Fantasie. Für mich ist das Lacan meets Loriot. Das ist der Knaller. Du siehst gut aus, Papa. Na, weil ich der Papa von dem hübschesten kleinen Jungen der Welt bin. Sollen wir Papa ausgehen lassen, wenn er so hübsch aussieht? Mein bester Freund Pierre. Guten Abend, freut mich. Elsa. Freut mich auch sehr. Sehr, sehr hübsch. Das ist echt gefährlich. Wir könnten uns zumindest ein Taxi teilen. Glaub mir, es ist besser für uns beide, wenn wir uns keins teilen. Pierre? Ja? Alles klar? Ja, ja. Ich habe hart gearbeitet für mein tolles Leben. Manchmal würde man es gern mit einem Mann teilen, den man liebt und der einen liebt. Neulich im Club, so habe ich dich noch nie erlebt. Du warst so lebendig. Sie ist in mein Gedächtnis eingebrannt. Sag mal, woran denkst du? Ich sehe, dass du an was anderes denkst. Romeo und Julia. Sie lieben sich und können sich nicht kriegen. Mach dir keine Sorgen. Sie lieben sich für die Ewigkeit. Aber die Ewigkeit ist für Loser. Er ist verheiratet. Verheiratete Männer sind für mich tabu. Mal ehrlich, ich würde nichts vermissen. Für die gibt's nur drei Sachen. Sex, Kohle und... Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe. Dich wiederzusehen... Oder dich nie mehr wiederzusehen. Damit eine Geschichte niemals aufhört, darf sie gar nicht erst beginnen.